Ja, Lilo, wie versprochen, habe ich mir mal den Artikel hier mal angeschaut. Freiesmagazin.de, selbstgebackene Kerne kompilieren nach Rezept. Ist nicht ganz so einfach, wie es da so steht und kann zu Problemen führen. Ich habe letztendlich mein komplettes System neu installiert, obwohl das eigentlich theoretisch gar nicht sein dürfte. Jedenfalls habe ich mir was abgeschossen und es ging nicht mehr. Deshalb muss ich jetzt auch hier von diesem Desktop das Video machen und kann das jetzt nicht mal eben zeigen, dass ich mal ein Kernel 3.2.1 gehabt habe. Habe ich tatsächlich gehabt, konnte ich nur nicht aufzeichnen, weil Rekord mein Desktop nicht lief, weil die Audio-Treiber nicht installiert waren. Netzwerktreiber gingen nicht und ähnliches, aber Grafik ging. Ich habe extra einen manuellen Grafikkartentreiber nochmal installiert, konnte das System nutzen, aber so ein Kernel, das eigentlich gar nicht zu unserem Betriebssystem gehört, macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Ist aber mal ganz interessant, was zu lernen über das Kernel. Daher habe ich das alles mal so gemacht. Gut, was war alles gewesen? Hier, wie gesagt, muss man sich erstmal einen Ordner anlegen, Kernel. Ne? Macht man sich einen Ordner Kernel, hier in dem Fall groß geschrieben Kernel. Und dann kann man auf kernel.org sich einen Kernel runterladen. Und da geht schon los, was für ein Kernel passt denn überhaupt zu meinem Betriebssystem. Gut, ich hatte mich für das hier entschieden, 3.2.1, habe das runtergeladen, entpackt. Dann geht es hier Beschreibung schon weiter, das mit den YXZ-Utils braucht ihr nicht. Das war eine ganz normale Datei, die habe ich entpackt. Und dann hatte ich hier im Ordner Kernel diesen Unterordner. Gut. Da rein gehört eine .config-Datei. Die kopieren wir uns aus dem Dateisystem, haben wir Boot. Und unser aktuelles Kernel heißt jetzt meinetwegen hier bei diesem Rechner, der jetzt nicht ganz aktuell ist, config 3.0.0.12. Das ist das höchste, ne? Config 3.0.0.12 könnte ich jetzt kopieren und mir in diesen Kernel-Ordner Unterordner Linux 3.2.1 einfügen und dann umbenennen in versteckte Datei .config. Damit sind die Vorbereitungen erstmal abgeschlossen. Gut, .config habe ich hier schon, deshalb brauche ich das hier nicht mehr machen. Ansicht, verborgene Dateien anzeigen, alles was mit Punkt hat, ist verborgen, ist so eine Konfigurationsdatei. So. Dann war Folgendes. Es gab in der Beschreibung hier noch den Hinweis, ncurses, devil müsste noch diese Bibliothek installiert werden, die gibt es gar nicht hier unter Ubuntu. Das war eine andere, entweder war es jetzt die oder eine andere, eine von diesen libncurses musste ich dann nochmal installieren mit Synaptic. Ja, dann konnte ich die nächsten Schritte überhaupt erstmal durchführen. So, also wir haben die .config-Datei, wir haben die Bibliothek, dann make old config. Und dieses Yes braucht ihr auch nicht installieren. Make Menu Config könnt ihr überspringen. Das ist nur mal zum Gucken, was in dem Menü überhaupt so drin ist. Und dann kommt der eigentliche Befehl Make, hier in dem Fall J8, BZ Image Modules. Und das ist der Hauptbefehl, in dem ihr eine ganze Zeit lang hängen bleiben werdet. Habt ihr zum Beispiel GCC nicht installiert, dann sudo apt-get install gcc noch installieren, war hier aber bei mir schon installiert. Gut, dieses Ding macht dann gerne Fehler. Fehler. Hier, an dem Punkt bin ich jetzt im Moment. Ich habe mir da so eine Liste gemacht, wie was ich so in der Reihenfolge gemacht habe. Dann gebt ihr einfach nochmal ein diesen Befehl. Das könnt ihr ja im Terminal mit dem Pfeil nach oben einfach durchführen. Bleibt er immer wieder an derselben Stelle hängen, könnt ihr mal mit gedit diese Config-Datei durchsuchen nach dem Treiber oder wie auch immer, was dort immer angezeigt wird, kommt er darauf an, wo er hängen bleibt. Wenn da zum Beispiel steht, er hat mit Radeon, ja, einer Grafikkarte ein Problem, könnt ihr nach Radeon suchen und das einfach mal auskommentieren mit so einem Rauszeichen. Ne? Gut. Alternativ habe ich auch mal ausprobiert, make clean, das hatte auch ganz gute Effekte. Ist das dann endlich mal durchgelaufen? Ja, das kann ewig dauern und bringt auch viele Fehler. Habt ihr das endlich geschafft? Macht ihr mit sudo make modules install install
das so, dass dieses Kernel, das hier kompiliert worden ist, installiert wird in den Ordner Boot. Und in den Ordner Boot kommt es rein, Dateisystem, Boot. Hier landet es einerseits in mehreren Dateien, die hinten dran dann immer so heißen wie die Distribution, also meinetwegen hier jetzt 3.2.1. Ja, da gibt es dann mehrere Dateien, kann man sich ja auch immer angucken. Ansicht, Liste ist mal ganz gut. Änderungsdatum ist ganz gut. Gerade wenn ihr es hinterher wieder mal deinstallieren wollt, könnt ihr nach Datum sortieren und könnt dann die entsprechenden Dateien mit Sudo-Rechten rausschmeißen und landet im System im Ordner lib. Und dort gibt es Modules. Modules. Und da seht ihr auch nochmal die entsprechende Nummer. Dann gäbe es da auch wieder einen Ordner 3.2.1. Den müsst ihr dann gegebenenfalls auch entfernen, wenn ihr es wieder deinstallieren wollt. So. Also, dieser Befehl sudo make modules install kopiert das kompilierte Kernel in den Ordner boot und lib modules. So. Dann starten wir neu und stellen fest, Scheißendreck, geht gar nichts. Bei mir war es so, der Grafikkartentreiber war natürlich nicht ins laufende Kernel kompiliert und ich musste dann quasi von der Kommandozeile aus den Grafikkartentreiber installieren. Den musste ich mir natürlich runterladen. Dazu, wenn ihr wieder ins laufende Kernel wollt, wie es vorher war, Shift drücken beim Booten. Shift drücken. Also neu starten. Shift drücken halten. Dann sollte ein Menü vom Grab erscheinen. Ihr könnt entweder dann in den Recovery Mode gehen oder wenn ihr zu eurem alten Kernel zurück wollt, die ältere Linux-Version aussuchen, zum Beispiel zum Runterladen des Grafikkartentreibers. Gut. Jetzt gehen wir davon aus, wir starten aber Reboot, drücken Shift, kommen in das Grab-Menü, gehen in den Recovery Mode. Dort habe ich dann ausgewählt, ganz normal weitermachen. Der Vorteil war, ich kam in den Textmodus und konnte mich mit meinem normalen Benutzernamen einloggen und sah schon mal den Login-Prompt vom neuen Kernel. Ja, dort konnte ich dann schon mit Uname A, LSB, Release A sehen. Ich bin auf dem richtigen Kernel, ich komme nur nicht auf das X-Window-System, also ich habe keinen Grafikkartentreiber gehabt. Ich konnte dann, nachdem ich die Grafikkartentreiber ja runtergeladen hatte, die installieren. Das war jetzt zum Beispiel mal so ein NVIDIA-Grafikkartentreiber. Ich bin dann in das Verzeichnis gewechselt als Root in diesen, beziehungsweise nicht als Root. Ich bin als normaler Benutzer in das Verzeichnis gewechselt, wo der Grafikkartentreiber drin war, hab den mit Sudo-Rechten installiert und dann nochmal neu gestartet. Und dann hatte ich ein System quasi nicht ganz unähnlich wie dieses, das ganz normal gestartet ist. Dort kann man sich dann auch nochmal überzeugen, ist man tatsächlich in dem neuen System oder nicht. Gut, das sah erstmal gut aus. Da wollte ich dann wunderbar dann mal eben ein Video für euch machen, um zu zeigen, guck mal da, ich habe hier ein neues Kernel. Aber dann ging so einiges nicht. Netzwerkkartentreiber ging nicht und Record My Desktop ging nicht und ähnliches. VirtualBox ging auch nicht. Könnt ihr probieren zu beheben mit sudo modprobe VirtualBox Driver oder hier das hier. Hat bei mir beides nicht funktioniert. Ja, jetzt wollen wir, wie gesagt, dann hinterher feststellen, das war alles Mist. Weg mit diesem blöden Kernel. GK sudo Nautilus zum Beispiel, den Nautilus mit Rootrechten starten, ins Verzeichnis boot, wie gezeigt, nach Datum sortieren, die alle Dateien, die hier in dem Fall zum Beispiel bei einem neuen Kernel 3.2.1 drin sind, löschen und im Verzeichnis lib-modules auch das Verzeichnis 3.2.1 löschen und dann sudo update grub, dann sollte es weg sein. War bei mir aber irgendein Durcheinander. Ging nicht. Ja, also. Da hatte ich Fehler und irgendwie, ich habe so das Gefühl, es hatte was mit der Startreihenfolge zu tun, der Module, die beim anderen Kernel anders war und das gab ein Durcheinander. Gut, wie gesagt, hier sind so einige Sachen drin, die stimmten nicht ganz oder kann man vergessen oder gehen nicht. Deshalb diese kleine Korrektur und mein kleines Review, wie das ging. Wie gesagt, ich kann euch jetzt leider nicht genau zeigen, wie das hier im laufenden Kernel dann aussieht. Sah dann aber auch nicht anders aus von der Oberfläche.
wie das andere Kernel, weil das ist ja quasi nur der Motor und nicht der Desktop. Ja, also das hat ja nichts mit dem Hintergrund zu tun oder wie das Linux aussieht, ist ja quasi nur das Kernel. Gut, was macht das dann überhaupt so einen Sinn? Es kann ja sein, in einem Forum seht ihr dann mal, das Kernel bla 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 hat Vorteile, da geht das und das und ihr braucht das unbedingt. Oder ihr habt einen Server, da ist es egal, ob ihr eine grafische Oberfläche habt und ihr müsst das unbedingt kompilieren, dann könnt ihr der Anleitung durchaus folgen. Hier unter Ubuntu dann meine kleinen Tipps, meine Erfahrungen beachten und dann solltet ihr ein Kernel kompilieren können. Nehmt euch viel Zeit, macht vorher Backups und werdet fröhlich damit. Also ich mach's nicht nochmal. Ich vertraue dem Kernel, dass hier installiert ist. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.